Entscheidend wird natürlich die Trainerfrage sein, wer kommende Saison dann bei NR Cottbus an der Seitenlinie steht. Der Name Klaus-Dieter Wollitz wird immer wieder gehandelt. Bitte sagen Sie mal den aktuellen Stand. Wie sind Sie in Kontakt mit ihm? Ja, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, wir haben immer Kontakt, aber das eine hat jetzt mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, nie abgerissen und von daher müssen wir uns jetzt relativ schnell den Kopf machen und dann schauen wir, was kommt. Konkreter nachgefragt, wie viele Kandidaten haben Sie denn auf der Liste für die Trainerposition? Ja, wir haben 2, 3 Kandidaten, wir haben Gespräche geführt und wie gesagt, alles andere wird man sehen, weil ich kann ja sowieso keine Aussage treffen, weil noch nichts klar ist. Von daher brauchen wir jetzt meiner Meinung nach jetzt hier nicht rumeiern. Wie gesagt, wenn es soweit ist, dann wird es veröffentlicht und dann sind wir alle schlauer. Aus Fürstenwalde gibt es die Meldung, dass möglicherweise Joshua Putze zurückkehrt zum FCE. Ein alter Bekannter, würde der passen in die Mannschaft? Ja, würde passen.